Guten Morgen, hier ist wieder euer Darkuru mit Terranigma und ich weiß nicht, wo es lang geht. Yay, ich muss hier nämlich nach links und da gab es irgendwo eine Tür, die auch zum Glück hier oben ist. Und ich muss hier nicht was machen, da bin ich nicht drauf gekommen. Ich muss die Kerzen löschen, das ist einfach das Rätsels Lösung. So einfach, da muss man erstmal drauf kommen, dass es überhaupt möglich ist, solche Kerzen zu löschen. Zack. Vielleicht habe ich irgendwo den Tipp bekommen und habe ihn einfach mal gnadenlos übersehen, aber gut. Ja, also nochmal guten Morgen. Schön, dass ihr zuseht. Es ist heute der Freitag und Scrubs läuft gerade. Es ist ziemlich früh, wie immer, wenn ich aufnehme. Aber was will man machen? Es sind halt noch ein paar, naja, nicht Stunden, aber ein bisschen Zeit bis zur Vorlesung. Da kann man auch sowas gerne mal durchdrücken. Aha. Und ja, gut, was ist sonst so passiert? Ich glaube nichts Spannendes, so brutal das doch klingen mag. Was soll auch großartig passieren? Ich meine, außer dass es wieder ein Erdbeben in Japan gab und das nächste Kraftwerk dabei ist, hier nachzugehen, ist ja sonst nichts Großartiges, Weltbewegendes. Wüsste jetzt auch nicht was. Ist auch total egal. So, hier seid ihr jetzt irgendwo eine verdächtige Statue stehen. Verdächtig. Ah ja, hier. Da ist es. Knopf gedrückt. Warum dort? Weil das der einzige Position ist, wo keine Statue gegenübersteht. Deswegen war das der Punkt. Es dauert eine Weile, bis man dahinter kommt. Muss ich zugeben, wenn ich es jetzt nicht nur so im Groben gewusst hätte, wäre es mir relativ schwer gefallen. Ich muss dagegen stampfen. Zack. Und bin jetzt endlich hier bei Mylin. Zeit, sie zu retten. Wieder die Musik, das etwas... Phänomenal, es passiert etwas unglaublich Wichtiges. Es ist seltsam. Ui, die Musik wechselt zu einem anderen geilen Thema. Und Roy taucht auf. Und er ist ein Arschloch, ein richtiges Arschloch. Das ist, naja, ich finde es deprimierend, eine Stärke zu demonstrieren. Und er kommt natürlich nicht dazu. Fryer taucht auf. Wir sollen jetzt fliehen. Und auf geht's zur Flucht. Ich kann natürlich nochmal mit denen reden. Hallo? Fryer, schnell. Bringen Sie einen sicheren Ort und los geht es. Wir rennen Richtung Ausgang. Das... Und Mylin versucht es jetzt nochmal mit der netten Tour. Aber sie rennt natürlich sofort weg. Aber immer noch so langsam, dass ich gerade so sehen kann, wo sie lang ist. Und wahrscheinlich hier nach oben, wo ich schon einmal herumgehampelt bin. Genau. Und wir verschwinden in den Kanal. Und was passiert nun hier? Sie kannt ihn von vorher. Woher kennt sie ihn nur? Er ist nicht so schlecht. Und deswegen mag ich im Prinzip keine Söldner. Weil Söldner sind immer solche Leute, die sagen, ach, heute mache ich dann doch nicht mal. Ich mache Päuschen. Ist auch immer wieder doof, dass überall Söldner auftauchen müssen, ne? Ich laufe offensichtlich alleine weiter, wie idiotisch.
Nächste Cut-Sequenz. Sie will wahrscheinlich sämtliche Adelshäuser töten. Und da ist Roy. Wenn Beruga... Wer ist Beruga? In Devota. Beruga... Und jetzt will er Rache. Wer ist dieser Beruga? Natürlich weiß ich, wer Beruga ist. Aber es ist egal. Jetzt ist auf jeden Fall Wongs Ende gekommen. Ja, und das war mal wieder... Wo ist denn der Springknopf? Ha, da war er. Ha, 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 ha. Gott, war das nicht so clever. Und weiter geht es. Hopp. Das habe ich schon mal gesehen, diese Passage. Maylin kommt. Und offensichtlich wackelt das Schloss. Na, warum wohl? Es wird wohl jetzt vernichtet. Oder? Ich kann mich nicht bewegen. Katzi, sehr schön. Wir haben es nach draußen geschafft. Yay! Ha. Bist du wirklich in Ordnung, nicht tot? Mhm. Er atmet noch. Er muss tot sein. Wir heben ein Grab aus. Yay! Und er wird nicht sein Verstand. Das ist richtig. Wie könnte er eigentlich auch? Wie es auch immer sieht, durch welches Rohr, weil sie waren... Ach, es ist egal. Oder sie waren doch unter der Erde. Und wurden jetzt hier rausgespült. Und damit habe ich den Hinweis, wo es als nächstes hingeht. Ich soll zu Will. Damit ist Maylin erstmal unwichtig für die Geschichte. Ein bisschen schade. Der Flugzeugfuzzi. Mhm. Ahnt ihr es schon? Also, wer es ahnt, sollte hier das Video anhalten und kurz dezent darauf hinweisen. Wer nicht, lässt sich überraschen, was jetzt gleich uns noch erwartet. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Seeheim, was ja netterweise direkt richtig blöd liegt und man, wenn ich hier keinen Hafen finde, einmal um komplett Südamerika fahren muss. Hm. Da war ein kleines Schreingebäude. Da komme ich wahrscheinlich per Schiff ran. Suche ich später auf, weil es jetzt nicht wichtig ist. Hier sind einmal in den Feuerkap, wie es doch glaube ich heißt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Jetzt geht es hier wieder hinauf. Da könnte ich unten auch mal... Ah, jetzt reizt es mich einfach hier mal kurz was nachzugucken. Zack. Das sieht hier alles verdächtig aus. Wusste ich es doch. So, piep, piep. Ich kann nicht widerstehen. Ich muss jetzt einfach gucken, wo ich lande. Da kam ich damals neulich hin, als ich nur mit Tieren sprechen konnte. Und ich wünschte, wie gesagt, ich würde die Fähigkeit, mit den Tieren zu sprechen, wieder erlangen. Ich vermisse sie wirklich. Die war toll. Richtig toll. Hm. Wo könnten wir jetzt hinfliegen? Sieht aus wie Grönland. Grönland. Oh mein Gott, ist wirklich Grönland. Da, da war's. Da landen wir. Es sind immer diese 6 Bäume. Es sind nur 6, ja. Wo wir landen werden. Sehr schön. Und damit habe ich mal wieder eine einfache Sache verlängert, sinnlos. Durch Erkundung. Yay, ich liebe es zu erkunden. In meine Höhle. Rein. Hui. Dumm. Übliche Höhlendramatik-Musik. Und es gibt nur eine Kiste. Ein bisschen langweilig. Nur ein bisschen Geld. Aber mittlerweile habe ich...
doch schon eine nette Summe an Geld, um das jetzt mal höflichst auszudrücken. Pinguine. Pinguina. Warte, hier gab es einen, der wollte auch Blumen. Ich erinnere mich, es wurde gesagt, du machst damit ein Mädchen. Oh, erstmal hier alles trinken. So trinken, Vitalexier. Zack. Mehr Leben. Aber wie gesagt, es wurde gesagt, mach ein stummes Mädchen und ein Pinguin glücklich. Und jetzt fehlt ja nur noch der Pinguin. Na komm, jetzt hängt das auch noch. Meine Stärke steigt um 1. Das rechnet sich ja definitiv über die Dauer. Bist du der Pinguin? Glupsi, glupsi. Ein Mondstein. Ich habe nur keine Ahnung, was es mit dem Mondstein auf sich hat. Gerade im Augenblick. Wobei, doch, irgendwas ist da in meinen Erinnerungen. Oh. Glupsi Glub. Und der hat hier eine Freundin. Und er hat eben die Blume bekommen. Ist jetzt so hereingegangen. Jetzt rate doch mal, was er mit der Blume gemacht hat. Und die Fische, die wackeln noch. Und hier sitzt nur Pinguin und angelt. Und ah, einer der schönsten Orte im Spiel. Pinguinhausen. Glupsi. Vor allem dieses Glupsi. Glups. Glupsi. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch... Oh, ich kann hier drin schwimmen. Irgendwas noch gibt. Ich glaube, hier irgendwo ist bestimmt noch so ein Kristall versteckt. Und dieses Bild von einer Pinguin-Dame, wie sie sich in Pose gesetzt hat. Auch die Pinguine sind nicht unbedingt... Ah, hier ist der Zeichner. Gib mir dein Bild. Und die Betten mit so einem Pinguin vorne drauf. Richtig genial. Es ist unnötig, aber es ist absolut geil. So, ich habe hier einen Mondstein bekommen. Und jetzt gucke ich mal, ob ich hier mit dem Schiff ablegen kann. Hätte mich jetzt auch überrascht. Demzufolge wird zurück zu Zwitscher, Zwitscher. Zwitscher, Fieps. Und zurück, wo ich herkomme. Zwitscher, Fieb. Zwitscher, Fieb, Fieb. Ja, ja. Flatter, flatter. Genug Zeit zum Reden. Was möchte ich so bereden? Die Temperaturen sind asozial heiß. Das muss man einfach sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt bestimmt ein paar, die finden, sagen sich, boah, eigentlich noch zu kalt oder boah, genau das richtige Wetter. Aber ich als Wintermensch finde es viel zu warm. Ich meine, du triefst und schwitzt, nur wenn du sitzt. Hat sich das gereimt? Nein, hat sich's nicht. Nein, nein, niemals. Und das ist asozial, na gut, asozial. Die Natur ist nun mal, wie sie ist. Noch ein Versteck. Eine Ruine. Schauen wir mal hier. Eine Kiste. Yay. Mit Talern. Und was haben wir hier noch? Noch eine Kiste, wusste ich's doch. Ein Vitalelixier. Ich frage mich, warum hier so viele Mülleimer stehen. Also ich denke mal, diese weißen Säulen sind Mülleimer. Könnten natürlich auch nur weiße Säulen sein. Wenn du schnell bist, werde ich dich großzügig bühren. Wir spielen sicher. Eieiei. Ein Rätsel. Es ist relativ eindeutig, wo ich lang muss. Ich vermute es mal. Kann jetzt natürlich sein, dass das genau der Fehler war. Muss ich überhaupt hin? Muss ich hin? Fuck. Nein, das war falsch. Ist aber deutlich kürzer als der andere Weg. Muss ich mir merken. Ich muss an den Monstern vorbei. Und hopp. Und hopp. Und. Stimmt ja, ich kann schwimmen. Wo muss ich denn hin? Ist das das Ziel? Ach, da. Das ist toll, prima. So schnell war ich noch.
Oder läuft das Spiel einfach nur langsamer? Jetzt hier ist auf der linken Seite. Wow! Asozial. Kommen wir uns Spiele mit und...